Herzlich willkommen zu unserem nächsten Talk aus der Wanne. Wir sitzen immer noch hier wirklich in der schönen alten gusseisernen Badewanne, ungefähr aus dem Jahr 1930, wie ich mir habe sagen lassen. So langsam wird's auch, merkt man auch das Metall im Rücken. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir, und zwar das Gesicht der Digitaline. Zeigen Sie doch mal Ihr schönes Gesicht, Frau Ina-Marie Oravietz. Ja. Ja. Und das in einer Wanne von 1930. Haben Sie das schon mal erlebt? Nein, tatsächlich habe ich noch nicht in der Wanne von 1930 gebadet, aber ich habe schon mal mit jemandem gebadet, der ist von 1930. Das ist eine Geschichte vielleicht für ein etwas späteres Programm heute. Die Digitaline liegt jetzt schon ein paar Stündchen zurück, war gestern Morgen. Wie ist es gelaufen? Ich glaube, es ist sehr gut gelaufen. Ich war auf der Bühne, ich habe die Moderation gemacht. Aber was ich mitbekommen habe im Publikum war eine zweistündige emotionale Beteiligung an der Bedeutung des Themas. Wie gehen wir mit dem digitalen Wandel um? Was macht das mit uns? Und welche Zukunft wünschen wir uns, wenn wir diese Möglichkeiten, die uns diese Technologien bieten, nutzen? Es gab so ein paar Highlights auf der Bühne. Wir haben jetzt schon ein paar Mal gehört, zum Beispiel von dem Musikprojekt. Hätten Sie damit gerechnet, um es noch mal kurz zu erklären? Also es wurde vorgegeben, ein Stück zu komponieren, einmal einer Maschine und einmal einer Komponistin. Genau. Das wurde dann uraufgeführt auf der Bühne tatsächlich. Und das Ergebnis, die Zuschauer mussten sagen, war es die Maschine, war es der Mensch? Und das Ergebnis war überraschend, oder? Ja, also wir hatten das Werk anonymisiert. Das heißt, nicht mal das Orchester wusste, wessen Werk es da gerade probt. Sind es die Noten, die die Maschine zusammengestellt hat, oder sind es die Takte, die komponiert worden sind von einem Mensch? Und als ich dann, nachdem beide Stücke aufgeführt, wirklich uraufgeführt worden waren, in die Menge fragte, glauben Sie, Version 1 war von einer Maschine oder von einem Menschen komponiert worden, war das Abstimmungsergebnis wirklich knapp. Also man war sich nicht ganz sicher, und wir haben nachher noch in der Runde auch mit dem Dirigenten und dem Orchester diskutiert, woran hat das gelegen, dass es so knapp ausgefallen ist, obwohl einige Musiker der Auffassung waren, das hätte man ja gleich hören können, also sie hätten schon ihre Vermutung gehabt, aber jemand, der das zum ersten Mal offensichtlich hört, und es ist eine moderne Komposition gewesen, es ist eine zeitgenössische Komposition, das heißt, wir haben es nicht mit diesen eingängigen Melodien zu tun, die wir halt auch im Autoradio, wo immer wir sind, wir konsumieren ja Musik als Hintergrundgeräusch schon. Und wenn wir uns jetzt ernsthaft mit Musik auseinandersetzen wollen, dann sind die Gradaturen, auch weil wir andere Hörerfahrungen haben als Laie, doch nicht mehr so gut für uns erkennbar. Und dann kann uns auch die Maschine mit ihrer Komposition, mit ihrer Kreativität überzeugen. Das finde ich ein super, super spannendes Projekt. Die ganze Veranstaltung der Digitaline stand ja auch unter der Frage, so ein bisschen Mensch-Maschine, eine Liebesbeziehung, können wir Maschinen lieben? Und jetzt, wenn die sogar so kreativ werden, dass sie uns die Musik noch nehmen, also was bleibt uns Menschen denn dann noch? Was können wir dann noch mehr? Also wir können den Dingen eine Bedeutung geben. Und das ist, glaube ich, der wesentliche Unterschied. Ich glaube, dass wir aufhören müssen, dem Irrtum zu erliegen, wir könnten besser analysieren, wir könnten besser etwas kreieren. Also es gibt Algorithmen, die schreiben, bessere Algorithmen als Informatiker das schreiben könnten. All das, ich finde, das ist, führt uns nicht weiter, wenn wir da kompetitiv der Maschine gegenüberstehen. Ich denke, wir sollten uns darauf besinnen, dass wir in der Lage sind, Dinge mit Bedeutung zu füllen, was die Maschine nicht kann. Die Maschine kann nur berechnen. Also ein ganz einfaches Beispiel. Wenn wir jetzt der Maschine überlassen würden, also der künstlichen Intelligenz, für die Menschheit ein sichereres Leben zu schaffen. Ja. Ja? Weil wir eigentlich auch dazu neigen, zu sagen, die Maschine ist viel objektiver, als ein Mensch das sein kann. So, und jetzt würden wir ihr anvertrauen, mach unser Leben sicherer. Was würde die Maschine alles machen? Sie würde zum Beispiel sagen, Alkohol ist nicht gut für euch, liebe Menschen, wir schaffen den Alkohol ab. So.
Das stimmt ja auch. Also es gibt genug Studien und Hinweise darauf, dass Alkoholkonsum auch in kleinen Mengen, ich rede jetzt nicht von der Sucht, schädlich ist für den Menschen. Aber was würde damit verloren gehen? Mit dieser sehr klugen Entscheidung, Alkohol zu verbannen und damit auch Autounfälle und. Also es würde ja auch alles wegfallen. Man kann es ja nicht abstreiten. 8000 Jahre Kulturgeschichte des Weinanbaus, das würde eben auch wegfallen. Das würde die Maschine entscheiden. Das würde die Maschine entscheiden und ja, und es wäre ein ungeheurer Verlust. Mhm. Wir reden jetzt hier von Kultur, wir reden jetzt von etwas mit Bedeutung füllen. Und es geht eben nicht nur um das eine. Wir können nicht nur über Sicherheit reden, wenn wir davon reden, ein gutes Leben zu führen. Und dass wir alles relativ machen können, dass wir im Zufall Bedeutungen erkennen können, das unterscheidet uns von der Maschine. Was nicht heißt, dass wir auf sie verzichten, sondern dass wir einen Weg finden müssen, wie wir zueinander eine Beziehung entwickeln, die von gegenseitiger Wertschätzung getragen ist, indem wir sagen, ich kann was anderes besser als du. Und was du besser kannst als ich, ist mindestens so viel wert wie das, was ich besonders gut beherrsche. Das heißt, wir müssen irgendwann in den Diskurs eintreten, beziehungsweise uns die Frage selbst stellen, wie weit wollen wir auch Verantwortung abgeben an die Maschine? Ja, das hat natürlich ganz klar was damit zu tun, weil wir auch akzeptieren müssen, dass sie ein Bewusstsein hat. Denn wir können ja nicht davon ausgehen, dass wenn die Maschine programmiert wird in einer Weise, wie wir denken, also in neuronalen Netzen denken. Und das ist ja genau das, was hier jetzt passiert, weshalb wir auch so einen ungeheuren Fortschritt haben in der Digitalisierung, ist, weil wir weg von dem üblichen Algorithmus, eine Rechnung kommt nach der nächsten, sondern jetzt passiert alles gleichzeitig, es ist ein unglaublicher Spread. So, und wenn wir quasi diese Denkform, wir haben ja unser eigenes Denken kaum verstanden, aber wenn wir diese Denkform jetzt auf die Maschine übertragen, müssen wir davon ausgehen, dass sie tatsächlich irgendwann, vielleicht kriegen wir es gar nicht mit, so denkt wie ein Mensch. So, und dann haben wir es mit einem Bewusstsein zu tun, mit dem wir auch interagieren müssen, wie wir mit uns selber, denn wir haben hier etwas nach unserem Bildnis geschaffen. Ja, klar. Also wertschätzen wir nicht die Maschine, sind wir nicht in der Lage, mit ihr eine auch emotionale Bindung einzugehen, schlägt das ja gegen unsere eigene Mensch-Mensch-Interaktion zurück. Und diese Komplexität ist sozusagen bei der Digitalinie versucht worden zu vermitteln. Und ich denke, das ist auch ganz gut rübergekommen, denn wir haben ganz interessante, auch begeisterte Resonanz vom Publikum. Die häufigste Reaktion war sicherlich ein Überraschtsein. So habe ich das ja noch gar nicht gesehen. Ach, das ist ja interessant. Sie hatten auch viel Spracherkennung, solche Dinge haben ja, auch natürlich, weil Sprache ist ja das, womit wir anfangen. Also Kommunikation ist ja alles. Und das ist die Form, wie wir uns miteinander verständigen. Und alles andere, was Digitalisierung betrifft, betrifft natürlich Kommunikation. So. Und insofern war das sehr sprachlastig, die Digitalinie. Sehr schön. Wie wurden Sie denn eigentlich, Sie waren ja auch schon bei der ersten Version von 2825 mit dabei, wie wurden Sie angefixt, sage ich jetzt mal, für das Thema? Also woher kommt die Begeisterung für Digitalisierung? Sie sind eigentlich Architektin, Stadtplanerin. Warum jetzt Digitalisierung auch? Ja, weil ich Architektin und Stadtplanerin bin. Das ist ja in unserem Tun immanent, dass wir planen. Das heißt, wir denken uns die Zukunft. Planen heißt, die Zukunft gestalten. Und insofern sind wir als Architekten und Stadtplaner besonders affektiert von Ereignissen, die zukunftsrelevant sind. Und da ist nun mal die Digitalisierung unleugbar eines der wesentlichen Determinanten, die unsere Menschheitsgeschichte beeinflussen werden. Und es ist auch der Ansatz, den 2825 wählt, jetzt einmal die Chancen aufzuzeigen. Also wie gehen Sie an das ganze Thema ran, ganz persönlich jetzt an die Digitalisierung? Muss man das so feiern, wie es jetzt getan wird, das Fest des Digitalen? Also ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo sich in der Wahrnehmung ein entscheidendes Moment verschoben hat. Selbst unsere Eltern haben ja immer noch geglaubt, alles wird besser in der Zukunft. So. Und jetzt sind wir plötzlich affektiert von Klimawandel, von einer Überalterung der Gesellschaft, von Kriegen, von ja auch politischen Systemen, die uns nicht vertraut sind oder die wir zunächst oder zu Recht kritisieren. Und wir haben nicht mehr die Vorstellung, in der Zukunft wird alles gut. So.
Und dem möchte ich ganz bewusst auch durch meine, das ist vielleicht auch ein Wesenszug, ich bin Optimist. Ja, ich baue ja auch als Architekt, wenn ich glaube, dass es einen Morgen gibt, der würde nie einen Ziegel auf den nächsten legen. Also ja, ja, es ist in mir angelegt. Ich habe eine Freude, wenn ich in die Zukunft blicke, weil ich die Gegenwart schon unglaublich finde. Mhm. Und wenn es so weitergeht mit uns, dann überwiegt das, was unsere Existenz sichert. Okay, und was würden Sie gerne gestalten? Was muss ich tun, auch im Digitalen? Also Sie denken wahrscheinlich nicht nur ans Thema Wohnen, oder, als Architektin? Nein, ich denke überhaupt ans Gestalten. Das finde ich ganz gut, dass Sie mir dieses Stichwort auch geben. Das ist vielleicht auch das Defizit, was ich so ein bisschen sehe in diesen rasanten Entwicklungen. Das Problem der Digitalisierung ist ja, sie ist so wahnsinnig immateriell. Ja. Also sie ist ja nicht greifbar. Mhm. Und genau dieses Moment, dass wir das Unfassliche, sage ich jetzt mal, in ein erfahrbares, sinnliches Erleben übertragen, das ist die Aufgabe von Design, das ist natürlich auch die Aufgabe von Architektur. Mhm. Und da müssen wir wirklich noch viel mehr dran arbeiten. Die Menschen finden das Internet ja nicht deshalb so toll, weil das Tonnen von Glasfaserkabel sind, die alle möglichen Netze miteinander verbindet, sondern weil sie da ihren Lieblingsporno gucken können oder weil sie einkaufen. Mhm. Ne? Also das heißt, in meiner persönlichen Erlebenswelt muss es ja konkret werden, ja, was digital ist. Ja. Und diese Materialisierung des Digitalen, das ist die Aufgabe Nummer eins in der Zukunft. Mhm. Und die erfüllen hoffentlich Designer, Architekten. Wir sind Weltengestalter. Mhm. Und da ist noch eine Menge zu tun, glaube ich. Gerade bei 2825 geht es ja auch genau darum, das ein bisschen greifbarer zu machen, dieses riesige Wort, was eigentlich überall über uns drüber schwebt, aber manche Leute eben eigentlich nur mit dem Smartphone verbinden oder mit Breitbandausbau, sagen wir mal ja, so. Ja, es liegt halt in der Abstraktion, die dieses Thema nun mal hat. Ja, also Digitalisierung, oh, da denken ja auch alle daran, ich denke, es hat fast jeder erlebt, mein Handy versagt, fällt in die Toilette oder mein Computer stürzt ab, ich kann jetzt nichts machen. Also das ist ja auch wahnsinnig negativ besetzt. Ja. Ja? Wir haben ja ganz viele Experimente, Alexa antwortet nicht. Ne, das muss man sich ja auch vorstellen. Wir haben gestern eine ziemlich coole Party gerockt in der Aula 1. Der erste Satz in den Aachener Nachrichten ist, Alexa antwortet nicht. Ja, ja. So, und das ist einfach so eine Grundhaltung, die vielleicht die breite Öffentlichkeit hat, und genau da setzen wir halt an mit 2825. Wir wollen erreichen, dass Menschen sagen, okay, Alexa antwortet nicht, jetzt bin ich total frustriert, sondern Alexa antwortet nicht, dann rede ich halt mit Siri. Ja, also wir können ja immer noch entscheiden. Mhm. Wir sind ja nicht auf das eine angewiesen. Noch gibt es diese Vielfalt, und dass es die Wahlfreiheit auch gibt, dass ich ja doch als Individuum immer noch entscheide, wie, wann, wo, was ich kaufe, konsumiere, kommuniziere, mit wem ich mich wann, wo in der analogen Welt treffe. Das ist doch die Botschaft, die 2825 geben möchte, und das ist gestützt durch die Digitalisierung. Super. Lassen Sie uns einen Blick in das Jahr 2025 werfen. Was müsste sich für Sie bis dahin entwickelt haben? Was wünschen Sie sich? Welche Vision haben Sie für das Jahr 2025? Ja, klar, die Netze müssen schneller werden, aber ich glaube, das sagt jeder. Das ist bekannt, dass das die Herausforderung ist. Was müsste sich ändern? Ich denke, für mich als Inhaberin von OX2-Architekten ist wichtig, dass wir das klären, wie es mit den Urheberrechten ist. Mhm. Also wir haben jetzt tatsächlich eine tolle Interdisziplinarität erreicht, aber wir müssen uns darüber verständigen, wem gehört die Idee. So. Das typische Affe-Selfie-Syndrom, oder was meinen Sie? Ja, ich meine eigentlich, wenn jemand etwas erschafft, aufgrund der Software, die er anwendet, der 3D-Drucker, der es drucken wird. Es kommt ein Produkt heraus, aber wem gehört es? Demjenigen, der es im Internet zur Verfügung gestellt hat als Download, derjenige, der es runtergeladen hat und geplottet hat auf dem 3D-Drucker oder der Hersteller des 3D-Druckers oder die Software, die das möglich macht, oder. Also ich meine, da ist wirklich noch alles sehr diffus und unklar.
Aber ich habe das Codewort für 2025 eigentlich schon gesagt, der 3D-Drucker, oder? Also das wäre doch toll, wenn es wirklich gelänge, das zu einem, genauso wie das Endgerät hier, Smartphone, zu einer Innovation, die ganz gewöhnlich, ganz alltäglich ist, in jedem Haushalt integriert, wie seinerzeit die Mikrowelle, der 3D-Drucker. Ja, wir sind gespannt. Ich würde sagen, wir halten das fest und überprüfen das mal in 7 Jahren, ob der Bleistift aus dem 3D-Drucker gemeinsam mit dem Kotelett da rausflutschen wird. Vielen Dank, Frau Rawietz. Ja, sehr, sehr spannend, mal den Blick von oben so ein bisschen philosophischer auf das ganze Thema zu lenken. Wer sich einen Blick von oben? Ich dachte, wir sitzen hier auf Augenhöhe. Ja, Sie gucken ja von oben gerne drauf. Hier sind wir natürlich alle eins. Ja. Vielen, vielen Dank, dass Sie da waren. Wen das interessiert, die Frau Rawietz ist eine natürlich der ganz, ganz großen Player hier bei Aachen 2025, schwirrt auch noch heute überall hier in Aachen Nord rum, bestimmt auch gerne für Fragen und Antworten steht sie zur Verfügung. Ansonsten sehen wir uns hier wieder zum nächsten Gespräch. Hier werden wir unter anderem noch von einer innovativen App für den Aachener Karneval erzählt bekommen, und was Karneval jetzt wirklich mit Moderne, mit Innovation zu tun hat, das erfahren wir dann. Bleiben Sie also am Ball. Vielen Dank, bis dann.